Wir hatten da diese Idee. Wir wollten der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Das war keine Idee, das war bescheuert. Das Schlampenexperiment. Außen Dürnchen, innen Mädchen. Warum habe ich nichts gelernt? Ich schäme mich so. Dabei fing alles ganz harmlos an. Ja, stimmt. Am Anfang war das wirklich lustig. Bitch! I love you! Was passiert, wenn man zwei Prostituierte in nussigen Fummeln Goethe und Schiller zitieren lässt? Im besten Fall kommt es dann zu einer Tonbildschere, die Passanten aller Orten so sehr irritiert, dass das große, feinsäuberlich aufgebaute Kartenhaus der Vorurteile laut krachend in sich zusammenfällt. Sieht null aus wie eine Nutte. Nein. Woran erkennt man eigentlich eine Nutte? Ja, ganz genau. Da fangen nämlich die Vorurteile schon an. Deshalb habe ich mir genau das genommen, was am nuttigsten aussah. Hübsch sieht's aus. Vielen Dank, alles wie immer. Wir sind ausgerüstet mit versteckten Kameras und professioneller Kleidung. Mit dem bewaffnet gehen wir jetzt so auf die Straße und konfrontieren Passanten mit Außennutte in Hochschulprofessor mit Doktortitel. Abfahrt. Also wir waren fest davon überzeugt, wir hätten die Sache komplett im Griff. Wir hatten noch keine Ahnung. Das ist Einstellungskriterium beim Ponyhof. Das Alter ist ein höflich Mann. Ein ums andere klopft er an die Türe an. Nee, einmal übers andere klopft er an. Kennen Sie das von Goethe, das Gedicht? Das Alter. Das Alter. Von Goethe das Alter. Schöner Kontrast, euer Outfit und dann Goethe so. Ja, Kleider machen Leute. Gottfried Keller. 1874. Zu diesem Zeitpunkt, da sage ich ganz ehrlich, da war ich eigentlich ziemlich sicher, das könnte funktionieren. Ja, aber das war auch der Einzige. Danach wollte ja keiner mehr stehen bleiben. Entschuldigung, kennen Sie sich aus mit deutscher Literatur? Entschuldigung, ganz kurze Frage. Bisschen Goethe? Nee, schade. In Goethes Das Alter heißt es grober oder großer Gesell in der letzten Zeile? Weiß ich nicht. Schade. Viele kannten Goethes Alter auch nicht. Deswegen haben wir es dann mal mit was Populärem versucht, Goethes Faust. Jungs, kurze Frage, Goethe Faust, heißt es, dass... Sag mal. Hätten wir in diesem Moment abgebrochen, hätten wir eventuell das kleine bisschen Restehre noch bewahren können. Ja, stattdessen sind wir einfach weitergezogen. An einen noch belebteren Ort. Ich hab, glaube ich, noch nie so geschämt. Ich konnte die Leute nicht angucken. Wirklich, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Jeder guckt dich an und denkt, guck mal an den Leute. Leute glotzen mich an, keiner will was mit dir zu tun haben. Oh Gott, eine Schulklasse, oh Gott. Hier laufen Kinder rum und du hast faktisch nichts an. Ich wollte da nur weg. Jetzt langsam rüber, genau, perfekt. Und jetzt rum. Allerspätestens in diesem Moment war ziemlich deutlich klar, da geht mächtig was in die Hose. Du hattest doch gar kein Höschen an. Wunderschönen guten Tag. Das war mein ehemaliger Redakteur. Fuck. Wir sind auch freundlichen Menschen begegnet. Hallo. Ist das okay, wenn der junge Mann euch filmt da? Der junge Mann? Da. Versteckte Kameras. Also, wenn man mal ehrlich ist, nicht mal die Kameras haben wir ordentlich versteckt. Und irgendwann stumpft man dann einfach ab. Du siehst aber auch aus, als hättest du schon eine Geschichte hinter dir. Die Männer hatten völlig zu Recht Angst vor uns. Nee, ja, die Männer hatten Angst vor dir. Ist so. Ja, Mäuschen, komm ran hier. Da scheiß ich doch schon in die Hosen, wenn wir hier so stehen. Oh Mama, ey, bitte. Warum habe ich nichts gelernt? Aber wenn gar nichts mehr geht, dann geht immer noch
Arsch raus. Für mich der lustigste und unterhaltsamste Moment des Tages, die Gesichter der Leute, die an Annies Po vorbeifahren. Hat die böse geguckt? Ja? Ja, eine Frau vorbeigefahren, die hätte ich glaube ich erschossen, so wie die geguckt hat. Und die Typen alle so, die fahren alle so, dann meinen die kurz so. Manchmal gibt es ja so absurde Ideen und die kriegen, entwickeln so eine krasse Metaebene und man macht so ein soziales Experiment und es wühlt die Gesellschaft auf und es bringt einen Umschwung mit sich und dann gibt es am Ende einen Grimme-Preis. Boah, ich würde mir jetzt einen Auffahrunfall wünschen. Also ohne, dass jemandem was passiert, selbstverständlich. Und ehrlich, ich sehe es, ne? Henry Nann, Grimme, alles umstarrt. Wer war das Arschloch, ist die Frage. Das war ich, aber das macht ja nichts. Ich hab's versucht. Es hat nicht funktioniert. Komm, ich muss pipi. Ja, ich auch. Ich werde nie wieder solche Klamotten anziehen. Nie, nie, nie wieder.